Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lernfilm über die Harmony of the Seas und Aida Diva, zwei Kreuzfahrtschiffe. Die Harmony of the Seas mit einer Länge von 362,12 Meter, einer Breite von 66 Meter und einer Seitenhöhe von 65 Meter war bis 2018 das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Ganze 2747 Kabinen verteilen sich auf 18 Decks. Die Baukosten beliefen sich auf 1,3 Milliarden Dollar. Das Schiff fährt mit einer Geschwindigkeit von 41 km/h und rund 132.000 PS über den großen Ozean, damit die höchst zugelassene Passagieranzahl von 6.780 erholsame und unvergessliche kulinarische Ferien verbringen kann, arbeiten 2.384 Menschen ununterbrochen. Um eine Woche Urlaub auf der Harmony of the Seas zu machen, muss man tief in die Tasche greifen. Für 7 Tage zahlt man pro Person 1535 Franken. Richtig teuer. Ein weiteres berühmtes Schiff ist die Aida Diva. Sie ist im Italienischen genau stationiert. Mit einer Länge von 251,89 Meter, einer Breite von 32,20 Meter und einer Seitenhöhe von 9,60 Meter ist sie deutlich kleiner als die Harmony of the Seas. Für eine höchst zugelassene Passagieranzahl von 2500 Menschen stehen 1025 Kabinen auf 11 Decks zur Verfügung. Rund ein Viertel der Besatzung der Harmony of the Seas, also 607 Personen sind auf der Aida Diva angestellt, um die Gäste zu verwöhnen. Das Passagierschiff fährt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 42 km/h und ist somit 1 km/h schneller als die Harmony of the Seas. Die Baukosten der Aida Diva liegen bei 315 Millionen Dollar. Ein Ticket für 2 Personen für 4 Tage kostet 956 Franken. Nicht jeder kann sich das leisten. Danke fürs Zuhören. Der Film wurde erstellt von Roscoe, Mattia und Leonardo.